Nachdem der FC Bayern München sich den internationalen Supercup gesichert hat, soll heute gegen den BVB der nationale Titel folgen. Aber beide Mannschaften haben am Wochenende Schwächen gezeigt, die man so nicht unbedingt erwarten konnte. Der BVB verlor beim FC Augsburg mit 2:0 und der FC Bayern sogar mit 4:1 bei der TSG aus Hoffenheim. Rein ins Spiel, Dortmund in den gelben Trikots im ersten Durchgang von rechts nach links, legte hier richtig gut los. Der FC Bayern München hatte eben auch erst Sonntag noch gespielt. Zwei Tage lagen nur dazwischen und es begann mit einem Paukenschlag. 11. Minute, Jadon Sancho mit dem 1:0 für Dortmund. Was für ein wunderbares Tor, der senkt sich perfekt. Klar, Neuer steht vielleicht etwas vor seinem Kasten, aber das ist einfach ein unglaubliches Tor. Der FC Bayern München also gefordert. Lewandowski war heute wieder in der Startaufstellung dabei. Zirkzee gegen Hoffenheim eher etwas untergegangen. Thomas Müller quergelegt. Lewandowski und so schnell dann der Ausgleich. 23. Minute. Die BVB-Defensive zu offen in der Mitte. Hummels lässt sich von Müller rausziehen. Akanji geht nicht den Weg mit Lewandowski mit, zumindest nicht in der nötigen Intensität. Für Roman Bürki ist es dann eher unglücklich. Aber es war wirklich ein Spiel mit offenem Visier, defensiv aber auch auf Schwächen ausgelegt bei beiden Mannschaften. Meunier zieht in den Strafraum ein. Haaland zurückgelegt, Witzel und dann Boateng dazwischen. Verhindert, Schlimmeres, Arm angelegt, daher logischerweise kein Strafstoß. Noch 10 Minuten knapp bis zum Pausenpfiff. Jetzt wieder eine Offensivaktion der Bayern. Leon Goretzka legt raus zu Leroy Sané, der nochmal in die Mitte. Goretzka hat Glück, dass er da am Ball bleibt. Sané kommt durch. Und Roman Bürki fliegt und pariert richtig gut. Hebt er ab, der hätte gut gepasst, der Ball. Der Schweizer aber feiert sich zu Recht selbst. Die Bayern wurden nochmal stärker vorm Seitenwechsel. Dortmund in der Defensive jetzt aber auch konzentrierter, wurde schwieriger für Bayern da was rauszuspielen. Sané, das geht zu einfach. Vor Bayern Meunier, die Flanke und das Leon Goretzka. In der 45. Minute hat er das 2:1 auf dem Kopf. Schön dosierte Flanke, dann aus knapp 11 Metern. Ist ja auch nicht allzu einfach zu platzieren. Geht dann rüber. Nachspielzeit der ersten Hälfte. Guerreiro schickt Haaland. Der setzt sich da im Laufduell gegen Boateng durch. Und dann weiß ich, Jerome Boateng nur mit einem Foul zu behelfen. Unglückliche Aktion, wenn wir gleich die Wiederholung sehen. War schon grenzwertig, aber da spielt er eben auch viel Mann, viel Bein. Und dann ist es wohl die gerechtfertigte Entscheidung. Haaland legt sich den Ball zurecht. Der Gefaulte schießt also selbst. Und Haaland arbeitet gegen das schlechte Omen und verwandelt eiskalt. Neuer spekuliert auf die Mitte. Kann damit gegen diesen Strafstoß nichts machen. Am Sonntag musste er auch einkassieren von Andrej Kramaric, der nicht weniger eiskalt verwandelt wurde. Nach 45 Minuten stand es 2:1 für die Gäste. Der BVB spielte hier mindestens auf Augenhöhe. Man hatte bei den Bayern eben noch dieses 4:1 auch gegen Hoffenheim im Hinterkopf. Doch auch Dortmund eben konnte gegen die Fuggerstädter nicht überzeugen. Der zweite Durchgang dann aber fast direkt mit dem Ausgleich. Schlecht von Akanji in den Rückraum geklärt. Das lässt sich dann Serge Gnabry auch nicht zweimal sagen. Feuer drauf. Und wieder ist es Roman Bürki, der richtig gut reagieren kann. Marco Reus auf Meunier. Sucht dann in der Mitte wieder Reus. Axel Witzel. Schön durchgespielt. Und Sancho mit dem 3:1 auf dem Fuß. Trifft aber nur die Latte. Dann springt er
vor die Linie. Das sieht man relativ deutlich. Glück für die Bayern. Noch etwas mehr als 20 Minuten zu spielen. Ein Remis würde ja nicht in der Verlängerung, sondern in dem direkten Elfmeterschießen enden. Das möchte sich Dortmund sehr gerne ersparen. Julian Brandt dann aus der zweiten Reihe mal. Und Neuer greift ein. Konnte auch nicht zufrieden damit sein, was seine Vorderleute da teilweise produzierten. Es ist ja nicht gewöhnt. Vor allem nicht in letzter Zeit, so viele Gegentore zu kassieren. Guerrero. Marco Reus, nochmal Guerrero. Der Pass in die Mitte. Witzel und Neuer. Szene noch nicht ganz geklärt. Meunier. Marco Reus aus der zweiten Reihe. Dann aber knapp vorbei. 80. Minute, das ist hier noch nicht 3-1 stand, war vor Manuel Neuer, aber auch etwas dem schwachen Abschluss der Dortmunder zuzuschreiben. Bayern jetzt mit den letzten Kräften. Müller, Lewandowski im Zusammenspiel und dann macht es Thomas Müller eisig kalt. 2:2 in der 88. Spielminute. Die Bayern retten sich also tatsächlich noch ins Elfmeterschießen. Emre Can kommt einen Schritt zu spät und für Bürki ist nicht zu halten. Das war für die Bayern jetzt im Endeffekt doch etwas schmeichelhaft. Dortmund hatte es verpasst, die vorzeitige Entscheidung zu erzielen und musste jetzt eben ins Elfmeterschießen. Für den FC Bayern München ging noch das Maximum. Also mehr als das Elfmeterschießen hätten sie sich auch nicht verdient gehabt. Und da schauen wir jetzt drauf. Bayern legte vor. Robert Lewandowski eiskalt unten links verwandelt. Der zweite Schütze Marco Reus bei Dortmund ebenfalls super platziert, nicht zu halten für Manuel Neuer. Sané, auch er trifft unten links. Erling Haaland im Spiel getroffen und jetzt auch im Elfmeterschießen. Gnabry, der verschießt. Der erste Fehlschuss in diesem Elfmeterschießen. Witzel mit der Chance zur Führung. Er trifft aber nur den Pfosten. Jetzt ging es etwas negativ weiter. Davis an die Latte. 3 verschossene Elfmeter in Folge. Mats Hummels hatte da keine Lust mehr drauf und verwandelt. Goretzka jetzt gezwungen, den zu treffen, den zu verwandeln. Goretzka. Aber er scheitert an Bürki und damit ist alles klar. Dortmund gewinnt das Elfmeterschießen mit 3:2, weil Bürki hier mit dem Schienbein noch klären kann. Der DFL Supercup-Sieger 2020 lautet Borussia Dortmund. Über die 90 Minuten betrachtet ist es absolut verdient, dass Dortmund das Ding hier an sich reißt. Bayern hatte zwischendurch sehr gute Phasen, aber über die komplette Spielzeit waren die Schwarz-Gelben schlicht und ergreifend die bessere Mannschaft.